Eine Reise in skihistorische Zeiten unternahm kürzlich der Skiclub Arlberg auf und neben den Pisten St. Antons. Am Nostalgie-Skirennen teilnehmen konnte jeder, der noch im Besitz von Bekleidung, Schnürschuhen, Skiern und Stöcken ist, die an die gute alte Zeit erinnern. Alle Teilnehmer mussten sich aber vorab einer fachkundigen Jury in der Fußgängerzone präsentieren. Dieses Nostalgie-Skirennen gibt es jetzt seit 3 Jahren ungefähr. Haben wir jedes Jahr da und haben auch einen sehr guten Ruf im Inland wie im Ausland. Es kommen immer wieder viele Leute. Aus der Schweiz zum Beispiel, wie wir heute wieder gesehen haben, dass viele Schweizer extra daherkommen sind, nur für dieses Nostalgie-Rennen. Und das finde ich eigentlich fantastisch und ich schätze es sehr. Es ist, glaube ich, mehr eine Gaudi, weil es kommt jetzt nicht darauf an, dass man jetzt da übermäßig viele Punkte kriegt. Die Bewertung, glaube ich, war sehr gut, weil der andere hat ja nur das Skimaterial bewertet, der andere die Bekleidung. Es ist eigentlich mehr eine Gaudi. Es geht ja auch beim Rennen um die Mittelzeit und nicht wer der schnellste ist oder wer der langsamste ist, sondern es soll Spaß machen, glaube ich. Teilweise gänzlich ohne Kanten und mehr oder weniger erfolgreich stürzten sich die waghalsigen Skinostalgiker den Renghang am WM-Zielstadion hinunter. Ja, wir haben heute das 3. Nostalgie-Skirennen hier in St. Anton. Es ist eigentlich so zustande gekommen, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwas, dass wir die Tradition wieder ein bisschen aufleben lassen, dass man den Leuten wieder zeigt, wie ist das alles, wie wir hier leben und alles, wie ist das zustande gekommen, wie hat sich die Skigeschichte entwickelt und deswegen hat man gesagt, wir rufen wieder ein Nostalgie-Skirennen ins Leben und mittlerweile ist es das 3. Wir haben heute über 40 Teilnehmer aus Slowenien, aus der Schweiz, aus Italien und natürlich aus Österreich, viele Einheimische aus Bütnaya, aus St. Anton und wir sind sehr froh, dass das Rennen heute wieder stattfindet. Bemerkenswert war aber nicht nur die Originalität der Outfits und der Sportsgeist der nostalgischen Athleten, sondern auch die teilweise extrem lange Anreise mancher Teilnehmer. Das ist für unsere Skier sehr eisig, ne? Und steil und sagt man so. Der ganz der Gute war kein Problem, aber die sind ein bisschen schwachere Fahrer, ne? Das ist dann und ohne Kanten, ne? Das ist schwer. Lediglich eine Dame fasste sich ein Herz und präsentierte sich und ihr originelles Outfit im Rahmen des Nostalgie-Skirennens. Leider habe ich heuer gar keine Konkurrenz. Letztes Jahr waren wir zu dritt. Und ohne Stahlkanten wäre es wahrscheinlich sehr schwierig gewesen. Aber mit Stahlkanten ist es schon gegangen.